gehe mal hier lang. Einfach nur, weil ich auch gerade nicht wieder gegen eine Frostklaue kämpfen möchte. Oh, guck mal, Holz. Schlechter Tag für einen von uns beiden. Ja, hauptsächlich für den. Ich habe Holz. Wir haben Holz gefunden. La 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 la. Endlich mal ein bisschen was selbst gefunden. In der Nähe des Flusses halt, ne? Wie es halt immer heißt. Dass dieses Holz in der Nähe von Fluss. Von Flüssen. Wächst. So, wo ist denn überhaupt das nächste Lager? Da oben. Klasse, ich bin genau da unten. Yam, 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 yam. Yam, yam, yam. Kann ich so einen Vogel eigentlich abschießen? Also jetzt mal ernsthaft. Es tut mir leid, ich kann nur einen Vogel abschießen. Tierschädel. Es tut mir leid. Ich war das nicht. Ich schwöre, ich war das nicht. Ich hätte damit überhaupt nichts zu tun. Ach ja. Ach, warum denke ich immer, wir können es nur von Lagerfeuer zu Lagerfeuer schnell reisen? Ah. Habe ich das nicht letztens auch schon mal gehabt? Pfeife. Mano. Naja, egal. Jetzt weiß ich es ja wieder. Deswegen habe ich die ganze Zeit ein Lagerfeuer gesucht, weil ich von Lagerfeuer zu Lagerfeuer reisen wollte. Dauert erstmal wieder der lange Ladebildschirm. Tja, und sonst so. Ladebildschirm, was läuft? Ich hoffe, du. Naja, er bewegt sich ja vorwärts. Ein bisschen vorwärts bewegt er sich. Boah, das ist das einzig Schlimme hier, den Ladebildschirm. Ich habe insgesamt 2 Minuten gebraucht, um in das Spiel reinzukommen, wegen dem Ladebildschirm. Boah. Ich weiß nicht, ob da eine PlayStation Pro schneller lädt oder so, keine Ahnung. Ich meine, deswegen hole ich mir keine PlayStation Pro, aber nur mal so gesagt. Wir haben es gleich. Nur noch 2-3 Minuten. Jetzt aber. Oh, komm schon. Oh, komm schon, Bro. Oh, mach mich irre. Übe dich in Geduld. Okay. Hey. Hat sich vielleicht gelohnt. Ja, weg da. Ich muss über euch rüberspringen. So, dann bin ich mal gespannt, was er mit unserem Speer macht. Vielleicht müssen wir ja noch mehr Teile für ihn finden. Ein komischer Knauz. Sollte ich das... Schamanengeheimnisse spricht man niemals aus. Sollte ich das hier für dich finden? Binde es an den Speer. Befestige damit das erstmal. Du findest mehr, ganz sicher. Warum hilfst du mir? Das blaue Licht verblasst. Die Maschinenlieder enden. Und was genau tut das Konklave? Sitzen, singen, beobachten. Es reicht. Wir müssen kämpfen und du? Du bist ein Kämpfer. Wir teilen ein Ziel. Da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht mal, was das Ziel sein soll. Aber ich danke dir. Spar dir den Dank. Handle lieber. Jetzt kann ich meinen Speer mit Teilen modifizieren. Alter, geil. Ich könnte jetzt auch meinen Speer verbessern. Dein Speer hat jetzt Plätze für Modifikationen. Drücke und gehe die zur Schatzkiste. Schatzkiste? Ah, Schatzkiste. Achso, und dann ist hier Waffenspule. Haben wir doch schon längst gemacht, oder? Einfach jetzt mal so gesagt. Haben wir doch schon längst gemacht. Haben wir schon längst gemacht. Na gut. Hätte sein können, dass es noch irgendetwas freischaltet. Na gut, wir haben es gemacht. Wir haben Blauglanz erhalten. Das ist schon mal gut.
können wir uns vielleicht sogar bald wieder einen neuen Bogen holen, die wir sowieso nicht verwenden werden. So, da ist noch eine Tierfigur. Das ist, glaube ich, dann die letzte, ne? Demi nochmal, das ist denn die letzte. Komm, wir gehen mal hin. Wir gehen mal hin. Das ist dann die letzte Tierfigur. Einmal mal wieder Holz nachgeladen. Beziehungsweise Speere, dafür Holz verbraucht. Dann haben wir bald alle Tierfiguren zusammen. Wenn das mal kein Achievement ist, so. Tipp, 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 tipp. So, das da vorne sind nur Hirsche. Hirsche. Das ist schön, dass das hier auch mal ein bisschen grün ist. Es schneit hier nicht mehr so viel. Es wird wärmer. Mein Holz. Was hier? Achso, das ist nur ein Wächter. Okay, hier soll irgendwo die Tierfigur rumflinsen. Hey, hey, Dax, sag mal, Tierfigur. Oder? Nee, da hinten soll sie rumflinsen. Okay. Stürmer. Ja, Nuggets chillen. Okay, hier soll sie also irgendwo sein. Da ist ein Tier. Ich will sie nicht als Ziele markieren. Hab dich. Yeah, das war die letzte Tierfigur. Die Frage ist nur, wo zur Hölle war das denn? Da? Kann sein, dass das da gewesen war, oder? Warte mal, hör. Da ist noch eine Tierfigur. Nee, wir hatten doch schon alle. Wir hatten doch schon... Hatten wir nicht schon alle Tier... Oh oh. Entdeckt. Hatten wir nicht schon alle? Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Ich würde ja gern Schnellreise machen, aber das dauert halt einfach so lange, das Laden. Schade. Ich dachte, wir sind jetzt hier Parkourläufer. Oh, guck mal, ein Lagerfeuer. Können wir einfach mal Fett aktivieren. Zudem können wir Holz sammeln in der Zeit. Wir laufen hier jetzt genau den Fluss hoch. Das ist vielleicht gar nicht so doof. Aber ich meine, wir hatten jetzt alle. Es fehlten doch nur noch zwei, oder? Können wir das nicht irgendwo nachgucken? Na gut, lassen wir erstmal so. Ah, nee, die mit ihren Glockengeklinge hier. Da gehen wir dran vorbei. Aber gut, uns wird noch einer auf der Karte angezeigt, also. Kann es natürlich sein, dass ich mich auch irre. Oder es ist ein Fehler. Ein Spielefehler. Ein Bug. Oh, die Alte mit ihren Kloppgeräuschen, ne? Hä? Der Kameraprofi. Sag mal, kann das sein, dass das... Ja, das ist in diesem dummen Damm. Oder? Wo? Nee, Lautloch? Scheiße, haben wir das im Damm vergessen? Das wäre doof. Dann müssen wir nämlich wieder in den Damm zurück. Ich möchte ungern in den Damm zurück. Scheiße, ich dachte, das da hinten wäre schon die letzte. Aber hatten wir nicht eine im Damm gefunden? Hase, sag doch mal. Einfach mal töten, ey. Wir sind ein Monster, ich weiß.
Aloy ist das Monster, nicht wir. Aloy. Ja, das könnte ganz stark im Damm sein oder wirklich draußen noch. Ich weiß nicht, ob uns der Pfeil denn in den Damm zeigen würde. Und hier waren wir ja noch nicht gewesen. Hier scheint aber auch nichts zu sein. Das ist doof. Da habe ich noch von Weitem schon gesehen. Sehr nice. Es hat einmal ganz kurz aufgeflinst. Ich schätze, die Alten mochten diese Tiere. Ja, wir haben die Tierfigur. Jetzt haben wir alle, oder? Jetzt haben wir einfach alle Tierfiguren. Warte mal, in Notizbüchern. Oh, im Notizbüchern steht das ja, wie viele. Sehr nice. Wo mussten wir das jetzt verticken? Hier unten, glaube ich. Da reisen wir jetzt mal hin. Ich weiß nicht, ob es schneller geht, aber wir reisen da mal hin. Und ich glaube, da unten war das. Ansonsten habe ich keine Ahnung mehr, wo das war. Es war bei irgendeinem Spezialhändler, deswegen. Der ist ja gleich schon geschafft, der Ladebildschirm. Hoffe ich. Ich weiß gar nicht, ob es an der Entfernung liegt, wie lange der Ladebildschirm geht. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wie sich das hier rechnet. Wir müssen es halt einfach machen. Wenn das mal jetzt kein Achievement ist, was wir angelockt haben, ne? Ich meine, das ist hier, oder? Oder? Wo ist denn das jetzt? Sieht stark danach aus, als ob es nicht da ist. Fuck. Wo war denn das? Finde ich das vielleicht als Quest? Aufträge? Scheiße. Shit. Ich will das gleich lieber von denen vorlesen lassen. Tausche sie in der Hohlhalle gegen wertvolle Belohnungen ein. Hab ich jetzt Lautloch? Wo ist diese blöde Hohlhalle nochmal? Kacke. Hier, Tierfigurenhändler, da oben. Ah. Naja gut, wir haben es jetzt aber. Mist. Es war ein Spezialhändler und kein Blauglanzhändler. Mann. Naja, egal, wir haben es jetzt. Wir müssen nur noch mal wieder diesen wunderschönen Ladebildschirm überstehen. Du, 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 du. Nein. Tja, wo ich hier gerade aufnehme, ist Weihnachten. Beziehungsweise der erste Weihnachtstag. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten alle gut überstanden. In dem Sinne nochmal frohe Weihnachten. Auch wenn es... Naja gut, Weihnachten ist ja jetzt eigentlich noch nicht vorbei. Also kann man eigentlich noch frohe Weihnachten wünschen, auch wenn Heiligabend so gesehen ja vorbei ist.
Man kann ja frohe Weihnachten auch immer noch am ersten und zweiten Weihnachtstag wünschen. Ich kann ja immer noch frohe Weihnachten am zweiten Weihnachtstag um 23.59 Uhr wünschen, weil es ist noch Weihnachten. Und der kann ja noch die eine Minute froh sein. Ich hoffe, ihr habt euch alle reich beschenken lassen. Oder habt einfach den Tag schön mit eurer Familie verbracht. Geschenke kommen da ja nicht drauf an. Es sei denn, ihr habt Tierfiguren bekommen. Das ist natürlich was anderes. Ich bin noch nie den normalen Weg reingegangen. Vorratskiste. Dann toll. Müsste ich was anderes rauswerfen. Ja, nee, dann nicht. So, mein Freund. Können wir über deine Figuren sprechen? Es sind nicht meine, aber ich kann jederzeit über sie sprechen. Bitte sehr, Enyuk. Das müsste die letzte der Figuren sein. Wir haben alle. Sehr nice, wir haben alle. Schön. Wir können auch eine Karte Blauglanz, aber dafür brauchen wir Ziegenhaut und Dachsknochen. Beim blauen Licht. Ich wusste nicht, ob die Sammlung je vervollständigt wird. Schau sie an. Sie sind wunderschön. Ich danke dir sehr, Aloy. Das ist wahrscheinlich die letzte Aufzeichnung über die Existenz dieser Tiere. Nimm dies. Das ist das Mindeste. Und komm gerne wieder. Ich und unsere Tierfreunde warten auf dich. Ja, voll so ein Greenpeace-Typ. Ciao. Das war's erstmal. Bis zum nächsten Mal. Nö, ich glaube nicht, dass ich wiederkommen werde. So, was habe ich bekommen? Du hast mir was gegeben. Nimm das. Komm, du hast nimm das gesagt und hast mir nichts gegeben? Ich hasse dich. Ich hab dich schon immer gehasst. Hören wir uns alle mal an. Alces. Der edle Elch. Präsentiert von Montana Recreations. Die Hörner sind wie Bäume. Na klar, dieser Elch hat sich mit diesen seltsamen Auswüchsen im Wald getarnt. Canis Lupus. Der mysteriöse graue Wolf. Präsentiert von Montana Recreations. Könnten denn diese Wölfe und unsere Füchse die gleichen sein? Vielleicht nach Hunderten von Wintern? Nein. Nein, das ist lächerlich. Odocoileus virginianus, der erhabene Weißwedelhirsch. Präsentiert von Montana Recreations. Sieht nicht wie ein Raubtier aus. Hat vielleicht mit den Hörnern Beute erlegt, wenn es schon keine scharfen Klauen hatte. Das ist ein Fluchttier, Mann. Ursus Arctos, der bedrohliche Grizzlybär. Präsentiert von Montana Recreations. Die Klauen waren sicher äußerst gefährlich. Vielleicht früher mal in seiner Jugend, aber sieh dir doch einmal sein Fell an. Alt, schwach. Er macht auf keinen mehr Jagd. Ja, genau. Grizzlybären sind ja auch nicht irgendwie fucking gruselig. Bison. Auf Latein der tatsächliche Name des prächtigen amerikanischen Bisons. Präsentiert von Montana Recreations. Latein? Vielleicht ein Brauch der alten Welt, den Namen eines besonders verehrten Tiers mehrfach zu wiederholen. Hab ich gerade echt gefragt, heißt Bison wirklich auf Latein Bison? Das wäre irgendwie total doof. Puma Concolor. Der schreckliche Puma. Präsentiert von Montana Recreations. Sein Fell ist sandfarben. Hat sich das Tier vielleicht eingegraben? Vielleicht waren die Zähne nur zum Graben. Der hat echt gar keine Ahnung. Ah, schön. Ursus Americanus, der prachtvolle amerikanische Schwarzbär, präsentiert von Montana Recreations. Wie findest du es, von diesem Ding bedroht zu werden? Wahrscheinlich würde mir das sehr gefallen. Welch wunderschönes Biest du warst. Tja, das waren auf jeden Fall alle Tierfiguren gewesen. Schön. Schön. Können wir ja nochmal gucken, was wir in den Schatzkisten da bekommen haben. Bestimmt jede Menge Blauglanz, wa? Blauglanz, Eichhörnchenknochen. Blauglanz, traditionelle Waffenspule.
Blaugans, polierte, altes Amulett und Waffenspule. Oh, Reinhold. So, alles aufgesaugt. Alles aufgesaugt. So, sehr schön. Wir haben alle Dinger bekommen. Wir haben noch eine komische Waffenspule oder sowas bekommen. Ich will einfach nur mal gucken. Schaden, Schock. Was haben wir hier drin? Handhabung.